Ja, wir haben es vor der Halbzeit schon kurz angesprochen gehabt, die Bahn Score jetzt mit einer Alternative mehr. Roberto Wolf ist mit auf die Bank, ist etwas verspätet eingetroffen hier. Hat sich jetzt in der Halbzeitpause mit warm gemacht. Trotzdem bleiben wir erstmal bei derselben Formation. Vertraut Bürger seinen Jungs jetzt oder sagt er, ihr habt das jetzt erstmal so hingebaut, jetzt müsst ihr es auch ausbaden? Also, ich sag mal, zum Ende der ersten Halbzeit bestand auch kein Anlass zu wechseln und jetzt hatten die Jungs alle genug Pause. Da spricht nichts dagegen, da genauso anzufangen. Der Gegner hätte sich vielleicht das ein oder andere einfallen lassen müssen, aber das haben wir jetzt schon oft genug thematisiert, dass die Alternativen einfach nicht da sind. Schönes Tor von Christian Glatt. Ich glaube, die Vorarbeit kam von Marco Ohm. Auch da die Lücken gut genutzt. Man stößt richtig auf die Deckung rauf und dadurch ergeben sich dann Freiräume. Und Christian ist natürlich in dem Moment ein sicherer Schütze und nimmt diese Lücken, die ihm der Gegner auch bietet, dankend an. Und Lars Lüdermann wirft dem Gegner auf die Schulter. Wirft ihm auf die... Ja. Gerade die Frage, wo er gerade fragt, dann nutze ich mal die Gelegenheit an den Staffen Hagner. Du hast relativ früh im Spiel die rote Karte gesehen. Warum? Ja, ein Foul, ne? Ganz einfach. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn der Spielzug pfeift, ist es ein Rot, oder? Ja, wir wollten halt mal deine Sicht hören. Wie hast du die Situation gesehen? Was hast du gemacht? Bisschen doof, ne? Aber passiert. Ganz einfach. Ja, jetzt war Halbzeitpause. Was würdest du, du warst ja nun nicht bei den Jungs in der Kabine, aber was würdest du denen jetzt mitgeben für diese zweite Halbzeit? Wir sollen einfach kämpfen und weiterspielen. Fertig. Warst du denn soweit zufrieden mit der ersten Hälfte? Weil sie haben sich ja auch in einem Teil in Unterzahl sehr, sehr gut gehalten und zumindest vorne sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir sollen einfach spielen. Okay, also Freude am Handballspiel. Das gelingt Schamang hier nicht und der Konter von Bansko Lezen über Marco Ohm und das Tor 21:16. Ja, der Staffenhagener Spieler noch etwas ratlos. Aufgrund, er sagt ein etwas dummes Foul. Und wenn der Schiedsrichter pfeift, dann ist es, wird das so richtig sein. Und Bansko hat es jetzt geschafft, mit 2 zu 0 Tore in dieser Halbzeit sich etwas abzusetzen. Staffenhagener Schützen wirkt nicht mehr so sicher wie zu Beginn der Partie. Ja, die Bansko haben zum Ende der Halbzeit den Gegner verunsichert. Verunsichert mit ihren schnellen Angriffen, durch die einfachen Tore, durch das gute Halten von Christian Langner. Aber man muss jetzt aufpassen, dass man natürlich den Torhüter von Staffenhagen nicht ins Spiel bringt. Wir haben den Torhüter auf der Torhüterposition gewechselt. Wie gesagt, man muss jetzt aufpassen, dass man den Vorteil, den man sich hier jetzt erarbeitet hat, zum Ende der ersten Halbzeit, zu Beginn der zweiten Halbzeit, darf man natürlich nicht so leicht herschenken. Ja, Thomas Müller auf der Torwartposition jetzt neben Thorsten Richter, der auch klasse gehalten hat in der ersten Hälfte. Und das war wieder einer dieser schnellen Angriffe und Marco Ohm verwandelt sich ja zum 22:16. Jetzt muss Staffenhagen aufpassen, dass sie hier nicht unter die Räder geraten. Die Tore für die Bansgoer jetzt durch schnelle Angriffe, wie du es gesagt hast, diese Konter. Und wie groß ist jetzt die Gefahr, in diesen Rausch des Gegners reinzulaufen? Die Gefahr ist sehr groß, wenn man jetzt nicht das Erfolgserlebnis vorne hat. Was jetzt auffällig ist, die Deckung in Bansko steht aggressiver. Man geht näher zum Gegenspieler hin. Und dadurch eben halt im Zusammenspiel wieder mit Christian Langner hinten im Tor, kommt man eben halt zum einfachen Ballbesitz und gerade eben halt dann auch zu den leichten Toren. Also da muss man jetzt aufpassen, gerade so wie jetzt hier. Es wird auch spekuliert, es ist Glück mit bei. Aber da muss man natürlich solche Chancen reinmachen. Und man sollte in der frühen Phase trotzdem noch des Spiels nicht überheblich werden. Gerade eben halt dabei, einfaches Gegentor denn von Staffenhagen. Jetzt muss man aufpassen.
Spiel war noch nicht freigegeben, deswegen auch keine Strafe für den Staffenhagener Spieler, der durch den Einwurfkreis läuft. Ganz normaler Angriff. Ja, der Konter ist missglückt und im Gegenzug das Tor verschlagen haben durch Philipp Stöcker. Und jetzt natürlich ist genau das, das Gegenteilig eingetreten. Staffenhagen hat es geschafft, Banzko da ein bisschen den Schwung zu nehmen. Eben, man zwingt sie jetzt in das Positionsspiel, was in der ersten Halbzeit nicht so gut geklappt hat. Zu Beginn, wie gesagt, einfache Tore sind immer für den Trainer das Beste. Und anstatt mit 7 Toren jetzt zu führen, liegt man nur mit 5 in Führung, weil man eben halt vorne leichtfertig eine Chance vergeben hat. So muss man hart für die Tore wieder arbeiten, aber Lars Lütermann macht das hervorragend. Einfache Körpertäuschung, denn zur Hand für den Linkshänder relativ einfach, weil die Lücke da ist. Ja, Glück ist da, Klütermann mit dem 23:17. Und das Tor von der Außenposition. Der Peter mit dem 23:18. Klütermann mit der Finte. Aber Abwurf für Staffenhagen. Schieds unterbrechen jetzt für den Wischer. Ja, natürlich, da geht die. Natürlich die Gesundheit der Spieler vor, wenn einer drauf ausrutscht. Ist Verletzungsgefahr gegeben, das wollen wir natürlich nicht. Danke, Bernd. Ja, an sich guter Block von Lars Glütermann, aber der kam ja auch fast auf Kopfhöhe dabei. Nicht gut abgeschlossen von Staffenhagen. Ja, Staffenhagen wirkt jetzt gerade in der Phase ein bisschen ideenlos, wenig Druck zum Tor. Wird ja noch Zeit für die Schiedsrichter, irgendwann mal das passive Spiel anzuzeigen, weil kein Druck zum Tor da ist. Und dann solche Fehler, gut, da haben die Schiedsrichter, konnten sie nochmal um die Entscheidung herumkommen. Fehlpass nach außen. Und währenddessen das leichte Spiel, hochgestiegen, Wurf in die Ecke, 24:18, Daniel Bach. Mit Daniel und mit Lars hat man natürlich zwei sprungstarke und wurfstarke Spieler. Der spielt den Ball einfach in die Vorwärtsbewegung, der geht hoch und wenn er eben halt den platzierten Wurf hat, dann hat kaum ein Torwart dafür eine Chance. Der Wurf aus dem Stand von Matthias Wassmund. Zwar geblockt, aber letztendlich war der Ball dann doch drin. Aber gegenseitig, Klütermann nimmt sich wieder den Wurf und er geht wieder vorbei und er hat sich ein bisschen wehgetan. Aber jetzt hat Staffenhagen die Möglichkeit, das schnell abzuschließen. Tut das auch, völlig unbedrängt, aber der Ball geht ins Nirvana. Ja, das sind solche Aktionen, da raufst du dir als Trainer die Haare, weil das sind unnötige Aktionen. Wenn du mit 5 Toren hinten liegst, dann solltest du versuchen, in den geordneten Positionsangriff zu kommen, dir die Chance aufzuarbeiten, weil da hatte der Spieler eben keine Chance, du hattest 2 Leute vor dich, du hattest keinen Mitspieler dabei, da muss man eben dort auf die anderen warten und dann eben halt ins 5. Positionsangriff gehen. Da haben die Banskoer Glück, der Fehlpass, aber es gibt Freiwurf. Und jetzt mal erfolgreich über außen gespielt, Marco Ohm jetzt mit dem 25:19. Richtig auf die Deckung gestoßen, das fängt bei Daniel Wach an. Richtig auf die Deckung, Lars setzt nach und dadurch hat man dann eben halt den Freiraum für den Außen für Marco Ohm. Trotzdem noch Glück gehabt, weil der Ball natürlich nicht richtig gerade gespielt wurde, Marco nachfassen musste. Wenn der Ball natürlich ideal kommt, dann hat Marco die Möglichkeit, noch schneller zum Abschluss zu kommen. Wieder aufgepasst von
von der Abwehr und wieder das einfache Spiel. Einfach so durch Marco um. Das ist ein ganz einfaches Handballspiel. So ist Handball. Das ist, so macht Handball auch Spaß. Ja. Jetzt haben wir wieder eine ähnliche Situation, wie wir sie vorhin schon mal hatten. Dass da Bansko hier nicht zu sehr spielen lassen darf. Trotzdem hat man den Eindruck, wir haben jetzt 7 Tore von Bansko in der zweiten Hälfte gesehen, von Staffenhagen 3. Normalerweise hat man auch den Eindruck, beim Handball in der zweiten Halbzeit fallen deutlich mehr Tore, weil die Mannschaften auch sich so ein bisschen konditionell ein bisschen aufgeben, das ein bisschen nachlässt. Das scheint hier nicht so der Fall zu sein. Es kommt darauf an, wie man aus der Kabine kommt. Wenn man natürlich sich vorgenommen hat, erstmal eine disziplinierte Abwehr zu spielen, dann ist es schon schwierig, für beide Mannschaften Tore zu erzielen. Bansko hat eben halt den Vorteil, dass sie disziplinierter standen, das Glück hatten, wieder ein einfaches Tor durch Lars Gütermann. Aber es sind alles Einzelaktionen, die man hier sieht. Auch nicht richtig Spielfluss, einfache Tore ohne wenig Arbeit. Also nochmal, Bansko lässt weniger Gegentore zu, weil sie diszipliniert in der Abwehr spielen, bereit sind, mehr zu arbeiten. Das sieht man hier, Marco oben gerade. Und dass man natürlich auch Chancen nimmt, die eigentlich keine Chancen darstellen. Und wie gesagt, auch mit Christian Langner einfach der Torhüter heute ideal hält. Müssen sie Meter geben, gibt es auch Nachschlagen in der Mitte. Gut geholt von Henrik Strauß. Und dann können wir uns wieder auf ein Abenteuer mit Zappi einstellen. Es gibt aber erstmal 2 Minuten gegen Kevin Eismann. Wegen Reklamierens, würde ich sagen. Das sind natürlich Dinge, die Mannschaft jetzt nicht braucht. Das sind richtige Undiszipliniertheiten, die du einfach weglassen musst, gerade in dieser Phase des Spiels. Ich denke, dass Jörg Domdera auch gleich die Auszeit nehmen wird, um nochmal seine Mannschaft zu besinnen und darauf einzugehen, was da passiert, damit das nicht zu deutlich für ihn hier wird. Henrik Zapp wieder sicher vom 7-Meter-Punkt. Und du hast es angesprochen, Domdera hat die Karte für Auszeit schon in der Hand. Er wird, denke ich mal, die Zeit ein bisschen runterlaufen lassen für die Unterzahl und dann die Auszeit nehmen, um die Mannschaft einzustellen. Müsste eigentlich auch eine Bestrafung geben. Okay, lässt man nur das Tor. Ja, er hat also keine Zeit, die Auszeit zu nehmen, weil das Tor fällt. Auf der Gegenseite ebenfalls das Tor durch Christian Glatt zum 29:20. Mit Tempo aufs Tor gegangen, Überzahlsituation genutzt, weil die Abwehr sich noch gar nicht ordnen konnte. Auch wenn du in der Abwehr natürlich in der Unterzahl spielst, kannst du dich vernünftig ordnen, dich auf den Positionsangriff einstellen, aber Bansko lässt Staffenhagen gar nicht mehr ins Spiel kommen dazu. Und jetzt hier Christian Langner, ich weiß nicht, ich glaube, das ist der 6., 7. Ball, den er jetzt hier gehalten hat. Einwurf für den Gegner, auch wenn der Schiedsrichter da im Weg war. Also trotzdem, Christian Langner macht in der zweiten Halbzeit ein gutes Spiel, wie er es schon zum Ende der ersten Halbzeit gezeigt hat. Das ist gerade jetzt Mittel zum Zweck. Wir haben jetzt 12 Minuten, 13 Minuten gleich in der zweiten Halbzeit gespielt, haben schon 30 Tore gleich bei Bansko auf der Seite, also es wird hier noch ein munteres Scheibenschießen geben. Ja, wir sehen jetzt auf Banskoer Bank, jetzt macht sich da für die Außenposition Robert Schneidewind bereit. Und jetzt wieder der schnelle Angriff der Banskoer, Henrik Strauß täuscht den Pass an auf Marco Ohm, geht dann selbst und macht das 30. Tor. Ich denke, so langsam ist auch der Willen der Staffenhagen da gebrochen. Was man aber ganz klar sagen muss, dieses Tor hätte in dieser Entstehung gar nicht stattfinden dürfen, weil wenn man zurückschaut auf die Ausführung des Freiwurfes, Spieler muss aufrecht stehen, um dort zu den Freiwurf auszuführen. Das war nicht so. Normalerweise hätten die Schiedsrichter da zurückpfeifen müssen. Man sollte jetzt natürlich aufpassen, dass man das Spiel nicht zu einseitig gestaltet von den Schiedsrichtern her. Hat vielleicht den Hintergrund, dass die Staffenhagen da ein bisschen mehr gestikulieren, ein bisschen mehr meckern, auch in diesen Undisziplinierten die Strafen bekommen. Und dass die Schiedsrichter dann eben halt in solchen offenen Situationen einfach auch mal für Bansko das Spiel laufen lassen oder für Bansko pfeifen. Ja, nachdem 3 Spiele mit einem hervorragenden Torhüter Mike Stenzel zwischen den Pfosten in Bansko hatten, haben wir noch Christian Lange, einen zweiten guten Torwart, der hier einen Bombentag erwischt hat und das Spiel jetzt so langsam und allmählich für die Bansko holt. Jetzt gönnt Bürger Fründ Marco Ohm eine Pause und mit Robert Schneidewind eine neue Besetzung auf der Außenposition. Ja, Robert kann ja mal weiter Spielpraxis sammeln, das ist, glaube ich, ganz wichtig für ihn. Er hat eine lange Verletzungspause hinter sich.
solche Möglichkeiten musst du einfach nutzen, Spieler heranzuführen, damit sie in schwierigen Situationen auch mal eine Alternative sind, falls Marco